Und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Wir befinden uns im Archiv, wo es Papierkram gibt. Viel Papierkram, aber auch genauso viele creepige Geräusche, die durch die Lautstärke des Headsets jetzt nicht gerade angenehm sind. Ich sollte ein wenig sparsamer mit dem Öl sein. Wilhelms Vertrag. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brennenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienst. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Haus Gerig. Okay. Studie. Gehen wir mal in die Studie. Und nur zu sich. Ihr habt immer den Eindruck, ich höre Schritte außer meine Schritte. Verdammt. Paradada. Hallo. Zünderbüchse wusste ich doch. Oder Zünderbüchse. 17. Mai 1839. My hand tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ja, General Akbar würde jetzt auch etwas dazu sagen. Wir gehen aber lieber durch diese Tür und hier lang. Hussar. Okay. Wow. Macht doch so eine Scheiße nicht mit mir, Leute. Ich kriege hier sonst noch irgendwann einen Anfall. Zu viel Amnesia spielen kann zu Paranoia führen. Genauso wie dieses Blut. Ach ja, wie kann man eigentlich so ein gutes Haus verfallen lassen? Ich glaube, wenn ich später genug Geld für sowas hätte, würde ich mir auch so ein Haus holen. Allerdings ohne die ganzen Monster und creepigen Statuen, Karten oder Grundrisse. Gehen wir mal bei den Grundrissen. Hallo? Kiste mit Öl. Ba, 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 ba. Wow! Centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway.
Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Okay. Damit hätte ich nochmal die Frage beantwortet, was hier alles zum Einstürzen bringt. Stein. Königreich von Preußen. Ich würde sagen, ich gucke hier erstmal durch. Zack, meins. Oh. Wer hat mir auf den Kopf gehauen? Oh. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry. But I managed to push myself toward the enchanting light. Ich kann noch nicht mal weggucken. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away. Unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. So viel dazu. Zwar zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Ja, das hätten wir dann schon mal widerlegt. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ich glaube, da kann er recht haben. Es gibt eine Art Geheimmechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Yep. Ist zwar ein bisschen gefährlich, so um die Ecke gejumpt zu kommen. Hiesige Folklore, Altstadt und Schloss Brennenburg, 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhigen, bewandelten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet und den Durchreisenden bietet sich hier ein Gespräch mit dem Bewohner. Bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen, doch es gibt etwas, was sich in allen wiederholt. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienst aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellt sich und ihr Wesen entstellten sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschrieb sie als gräuliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt.
denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören, in feuchten Leinensäcken, die die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welch dunkle Zeichen mögen sie verfolgen? Dunklen Ziele. Ja. Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangenen Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und er wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wieder gesehen. Es hieß, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein, und man fragte sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen im Wald besuchte, und was ist ihm zugestoßen? Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brennenburg lebte mit seiner Familie zurückgezogenem Leben auf einem Schloss nahe Altstadt. Und wie es bei den meisten adeligen Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht den Titel, sondern auch die Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, wiedererrichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und Tod Alexanders und der Tod Alexanders und seines neuen Nachkommens konnte daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu den Annahmen, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen herkam, während der Zeit der Besetzung hier lebte und wie die großen Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Viel Story, viel Atmosphäre. Jetzt müssen wir gucken, wo diese Bücher sind. Hier ist das erste. Und ups, das war gar keins. Es geht. Es geht hier irgendwo. Ha! Geschafft. Nur ein kleines Buch. Ups. Schrott und Bücher und alles. Oh. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschung lange genug gefährdet mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Okay. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie die Spur nach Brennenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Wie nett. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Schlüssel! Zu. Für die unter euch, die nicht wissen, was ein Wiedergänger ist, das ist eine sehr alte Bezeichnung. Eine sehr alte Bezeichnung für Untote. What the fuck? Wie habe ich denn in den Stuhl geworfen?
Okay. Nein, 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 nein. What the fuck? Okay, Leute. An dieser Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part. Und ich freue mich natürlich über Feedback und Unterstützung. Bis dann, Leute. Ciao.